Man macht die letzten Sachen fertig, noch vor dem Mittag oder zum Mittag parat, wenn das Radio läuft. Und es gibt ja jeder im Radio, der einfach so ein bisschen an einem vorbeilaufen. Man nimmt sie wahr, aber sie nehmen dann nicht so richtig mit. Dann gibt es die anderen. Die laufen nicht rum, die stanzieren. Und mit denen geht man nicht. Vielleicht sieht man sogar nicht, wer weiß. Das war Ray Charles, ist so weiss. Hit the road. Charles. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Nachrichten und Regionaljournal um 12 Uhr und bis dann nennen Slade, grosser Hit, My Oh My. Try to catch one if you can. I believe.
mit SRF 1. SRF Verkehrsinfo. Von 12 Uhr Nordsüdachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden Stau, mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Region Zürich Stau auf dem Nordring Richtung Stadt Zürich zwischen Wallisellen und Zürich Ost. Auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach vor dem Hubristunnel Richtung St. Pannen und Thaler Kreuz und auf dem Westring ab Murdorf Nord. Von SRF um 12 Uhr mit Lukas Siegfried. Der Bund rechnet in den kommenden Monaten mit deutlich mehr Asylsuchenden, die in der Schweiz Schutz suchen. Nun haben die Behörden 4 Standorte gefunden für zusätzliche temporäre Unterkünfte. Das teilt das Staatssekretariat für Migration SEND mit. Es handelt sich um Areale der Armee in Thun, in Turtmann im Kanton Wallis, im waadtländischen Bierg und im südlichen Kanton Jura. Diese Standorte seien grundsätzlich geeignet, um Containersiedlungen aufzubauen. Nun sei das SEM noch daran, mit den zuständigen Kantonen und Gemeinden offene Fragen zu klären. Weitere Standorte seien zudem noch in Planung. Für die zusätzlichen Asylunterkünfte hat der Bundesrat im Parlament einen Kredit von 133 Millionen Franken beantragt. Die Schweizer Wirtschaft ist gewachsen im ersten Quartal des Jahres. Das Bruttoinlandprodukt habe um 0,5% zugelegt, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Besonders für Dienstleistungen haben die Menschen in der Schweiz mehr ausgegeben, weil wieder mehr Reisen unternommen wurden, sei die Wertschöpfung in der Transportbranche überdurchschnittlich gestiegen, aber auch in der Kommunikationsbranche und in der Gastronomie. Etwas zurückgegangen sei die Wertschöpfung im Detailhandel. Weiter im Ausland. Dänemark will deutlich mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Die Regierung schlägt vor, in den nächsten 10 Jahren insgesamt 30 Milliarden Euro in Sicherheit zu investieren. Damit würde das nordische Land seine Ausgaben in dem Bereich verdreifachen. Es herrsche Krieg in Europa. Frieden könne man nicht mehr als selbstverständlich betrachten, sagte der geschäftsführende Verteidigungsminister. Damit will die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bis 2030 das Ziel der NATO erreichen, dass 2% des Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung fließen sollen. Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist gestorben. Das hat der Verbund des österreichischen Theater bestätigt, zu dem auch das Wiener Burgtheater gehört. Simonischek wechselte immer wieder zwischen Theater und Film und spielte in verschiedenen Fernsehserien mit, beim Tatort oder bei Der Alte. 2016 spielte er die Hauptrolle im deutsch-österreichischen Comedy-Drama Toni Erdmann, wofür er den Europäischen Filmpreis als bester Schauspieler erhielt. Simonischek wurde 76 Jahre alt. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 11.395 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 96,79 Rappen gehandelt, der Dollar zu 90.